Heute war der letzte Schultag und es gab ein Krippenspiel in der Kirche. Dauert ziemlich lange und zwar muss man das ungefähr so 3 bis 4 Stunden kochen. Hallo und herzlich willkommen zu Kalte Füße. Heute geht es um die Weihnachtszeit hier in Tartu. Hier ist der Rathausplatz, hinter mir die 2 küssenden Studenten, die so ein Wahrzeichen darstellen. Hier ist auch das Rathaus hinter mir. Und hier in Tartu gibt es keinen Weihnachtsmarkt an sich. Es gibt nur eine Weihnachtsstadt, eine kleine. Und das sieht man hier in den kleinen Häuschen, die hier überall stehen. Direkt hinter mir, da sieht man, man spiegelt sich darin. Und dort auf dem Platz gibt es noch mehr. Und überall in dem Häuschen sind Dinge zu sehen. Und ich wollte mal schauen, ob wir jetzt vielleicht in eins rein können. Und mal schauen, was da drin ist. Alles ziemlich. Was ist das denn? Hier kann man so schauen, durch so Laser durchgehen. Was auch immer das ist. Man darf das nicht berühren, oder? Wahrscheinlich. Man kann, glaube ich, als Institution hier was beitragen zu diesem Weihnachtsdorf. Und ich weiß gar nicht, welche Institution das gemacht hat. Sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. Und hier kann man quasi durchklettern. Jetzt schauen wir uns noch die anderen Häuser an, was es da noch so zu sehen gibt. Hier ist jetzt vom Wannemunde-Theater eine Ausstellung von Kostümen. Weil dieses Jahr wird das Wannemunde-Theater 150 Jahre alt. Sitzbereich. Und da kann man auch so Köstlichkeiten kaufen. Und hier haben wir jetzt einen Weihnachtsbaum vom AHA-Museum. Das ist so ähnlich wie das Technorama in der Schweiz, dieses Museum. Vielleicht kennt das der ein oder andere von euch. Da sieht man einen Weihnachtsbaum aus Chemikalien. Und auch einen Weihnachtsroboter. Kann man hier sehen. Also es ist mehr so ausstellungsmäßig gestaltet. Ich stehe gerade unter dem Weihnachtsbaum. Hier sind überall die Wünsche von den Kindern fürs neue Jahr und der Wunschzettel an den Weihnachtsmann oder an das Christkind. Also es ist beides irgendwie nicht so. Hier bringen nämlich die Zwerge die Weihnachtsgeschenke. Hier gibt es auch so einen Weihnachtspostkasten. Da kann man, glaube ich, so eine Weihnachtswünsche reinschreiben. Da können die Kinder kommen und die Post an den Weihnachtsmann versenden. Oder an die Weihnachtselfen. Der Weihnachtsmarkt an sich gibt es auch. Der findet immer an verschiedenen Stellen statt. Beispielsweise verschiedene Schulen machen verschiedene Weihnachtsmärkte dann immer. Das ist ein Nationalmuseum. Ein Weihnachtsmarkt, der sehr groß ist. Und einmal in der Stadt auch einen Tag. Aber die dauern immer nicht so lange. Die sind bei weitem nicht so überfüllt wie in Deutschland. Auch zum Beispiel waren einmal die Volkstänzer da. Macht man noch an Weihnachten? Klassisch Lebkuchen backen und Sülze kochen. Sülze ist ein ganz nationales Gericht hier zu Weihnachten. Also Sülze oder Blutwurst mit Sauerkraut und Preiselbeeren. Ganz schön viel Schwein. Ja, aber das ist ja auch... Fühlt sich komisch an. Und das ist dann dieses Schweinehaxe. Von hier kommt eigentlich mehr
Fleisch drin. Ah, okay. Und es kommt ein Zwiebel dazu mit der Schale, weil das dann diese schöne Bouillon gibt. Pulled Pork. Pulled Pork. Das ist auch so klein. Oh, Pulled Pork. Ja, ja, das ist ja. Ist das das? Boah, das muss ich auch sehen. Dein Weihnachtsmann. Es gibt keinen Weihnachtsmann. Doch, er trägt einen Sack und hier sind die Geschenke für die braven Kinder. Okay. Und er hat hier auch eine Pommelmütze. Eine Pommelmütze? Ja, und ganz große Stiefel, weil es draußen Schnee liegt. Wir haben doch gar keinen Schnee. Doch, zu Weihnachten immer. Oh. Jetzt hat er sein Bein verloren. Ein Invalid. Warum? Mix? Er hat keine Pfosten. Papa. Ja, schade. Am Anfang haben die einfach Volkstänze getanzt. Alle zusammen. Im Kreis. Und dann hat jeder so ein paar. Und es hat so Spaß gemacht. Und also ich habe da erst zugeschaut und dachte so, ach Mann, wie schade, dass ich da nicht mitmachen kann, weil ich kann das ja gar nicht und so. Und dann hat Hannah gesagt, sie tanzt mit mir und sie kann das auch nicht und dann haben wir es zusammen gemacht und es hat total viel Spaß gemacht. Ich bin zwar, glaube ich, 100 Leute auf die Füße getreten, es tut mir leid. Und ich hatte das Gefühl, dass ich halt so richtig gemerkt habe, dass die Esten so ein ganz anderes Gefühl für Kultur und vor allem auch für ihre Kultur haben. Das heißt nicht zum Beispiel, dass sie nur Volkstänze tanzen. Die können auch so abgehen zu irgendwelcher Techno-Mucke. Das geht genauso. Also am Anfang war es halt Volkstanz und am Ende war es halt abgefuckt Techno-Mucke. Dass sie durch dieses gemeinsame Tanzen und Singen, was die Esten da die ganze Zeit machen, so eine krasse Gemeinschaft bilden. Also ich glaube, ich hätte mir nie vorstellen können, mit meinem Lehrer zusammen zu tanzen. Es gibt ja eben auch so Tänze, wo der Partner immer gewechselt wird und weitergereicht wird, sozusagen. Liebe zukünftige Freiwillige, wenn ihr jemals die Möglichkeit haben solltet, nach Estland zu kommen und meine Nachfolger zu werden, dann bitte, bitte geht zu diesem Weihnachtsball. Unglaublich. Ich bin einfach nur positiv berührt, weil es mir so Spaß gemacht hat und irgendwie alle tanzen und es saß irgendwie niemand mehr auf den Stühlen. Alle waren auf der Tanzfläche. Keine Chance. Entweder sie waren am Buffet oder sie waren auf der Tanzfläche. Fertig. 12:30 morgen um 11 in der Kirche zum Krippenspiel.